Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende auf diesem Kanal, zu unserem heutigen neuen Video. Ja, heute bin ich mal wieder live vor der Kamera. Warum? Heute natürlich Geschichtsstunde mit Onkel Nico. Heute mal wieder ein aktuelles Video, wo es sich über Kartenlore bzw. Trivia handeln wird. Ihr wärt nicht hier, wenn ihr es nicht wissen würdet. Heute für euch exklusiv das Thema Bandai. Ja, heute wollen wir mal nach dem kleinen Intro über das ganze Bandai-Thema sprechen. Ist das Kartenspiel vielleicht heute sogar noch möglich zu spielen? Macht es Spaß zu spielen? Kann man sich nochmal ein kleines Deck bauen? Kann man sich unter Freunden dafür auf ein kleines Turnier treffen? Teuer ist es nicht. Wir gucken da gleich mal rein. Wie gesagt, nach dem kleinen Intro. Als allererstes beginnen wir mit dem Faktencheck. Also, wie hat sich das Ganze entwickelt von Yu-Gi-Oh! Und Bandai? Wir schreiben das Jahr 1998. Ja, 1998. Ich war 9 Jahre alt und habe mit Power Ranger rumgespielt. Die kam von Bandai, weil Bandai war eine große Spielzeugfirma, die verschiedenste Spielzeug rausgebracht hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, was habt ihr so alles von Bandai als Spielzeug, als ihr klein wart. Oder vielleicht sogar heute noch. Jedenfalls, diese Spielzeugfirma Bandai hat sich die Rechte bzw. die Lizenz zur Entwicklung von Yu-Gi-Oh! Merch ergattert, nämlich von Toei Animation. Also der Firma, die den Original Yu-Gi-Oh! Anime entwickelt hat. Sprich Yu-Gi-Oh! Zero. Wer von euch Yu-Gi-Oh! Zero noch nicht kennt, guckt da auf alle Fälle mal rein. Ich blende euch hier das Intro zu der Serie ein. Leider ohne Ton, sonst wird das Video gestrikt. Aber ich denke mal, das Intro hier lässt schon mal Spaß für die Serie offen. Guckt da auf alle Fälle rein. Yu-Gi-Oh! Zero ist auf alle Fälle richtig düsterer Anime. Unser Kartenspiel, über das wir heute sprechen, hat da schon Bezug, zeigt schon mal die ersten Schritte, wie das Kartenspiel funktioniert. Aber nicht nur das, der Anime geht komplett auf richtig kranke Schattenspiele. Ja, es ist nur noch ein Bruchteil, was in den Yu-Gi-Oh! Duel Monsters nachher drin war, aber da kamen noch richtig coole Schattenspiele raus. Unser Yami-Yugi war da wirklich Yami. Von Pistolenschüssen zu Seilen, um vom Haus runter zu fliegen, bis hin zu einer brennenden Kerze, um nicht in die Luft zu fliegen, zu unserem Kartenspiel. Da waren richtig kranke Schattenspiele dabei. Und der Yami-Yugi hat sich auch noch gefreut, wenn jemand ins Recht Schatten gekommen ist. Aber ich will nicht so viel spoilern. Guckt da rein. Wie gesagt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, und von da an entwickelte Bandai bis 1999 insgesamt 3 Sets von unserem Yu-Gi-Oh! Unter dem Namen Yu-Gi-Oh! Bandais offizielles Kartenspiel. Und dazu gab es natürlich noch ein Aufkleberkartenset. Die sind heute auch sehr begehrt und sehr rar. Ich habe davon auch noch keine in der Hand gehabt. Sind sehr begehrt und wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer. Am 4. April 1998, also zeitgleich mit der Veröffentlichung von Episode 1 der Anime-Serie von Toei Animation, veröffentlichte Bandai die erste Generation des Kartenspiels, das ganze 42 Karten umfasste. Ihr seht jetzt hier die ersten Karten, die jemals rausgebracht worden sind, bis auf die Zahlen 1 bis 8. Wir fangen hier gleich bei 9 an mit dem Blue Eyes, den habt ihr gerade schon gesehen. Zu den Anime-Charakteren, also den Protagonisten-Karten, die haben Spezialeffekte, dazu denke ich nachher noch mal rein, wenn wir über das Kartenspiel an sich sprechen, wie es dann auch gespielt wurde. Ja. Und passend dazu, damals zu der ersten Generation des Kartenspiels, was 42 Karten umfasste, veröffentlichte Konami auch noch 3 limitierte Print-Werbekarten, also ganz spezielle, teure Karten, die damals schon nicht leicht ranzubekommen waren. Das war einmal die Mirror Force, also die Spiegelkraft, einmal die Swords of Wheeling Light, also die Lichtschwerter, und abschließend den Torwächter, der Gate Guardian. Den besitze ich leider auch nicht in meiner Raupensammlung und Mirror Force und Swords of Wheeling Light auch nicht. Die 3 Karten fehlen mir hier leider in meinem Bandai-Set. Aber den Gate Guardian zeige ich euch hier jetzt in die Kamera. Den Beauty Shot, den habe ich mir von meinem Lieblings-OCG-Händler Nico geben lassen. Nico, Grüße gehen raus. Der hat nämlich auch das Bandai-Set komplett und sogar eine Karte mehr als ich, nämlich diesen verdammten Gate Guardian. Wunderschön sieht er aus.
kann man nichts gegen sagen. Ja, und am 4. Juli 1998 veröffentlichte Bandai dann die zweite Generation des Kartenspiels. Ja, also erst im April die erste und dann im Juli die zweite. Die zweite Generation hat dann nicht nur 42 Karten beinhaltet, sondern sogar 46. Die werden hier alle im Hintergrund locker flockig durchgespult. Ich habe euch dann gleich dazu auch noch die TCG-Version der Karten rausgesucht, beziehungsweise auch die OCG-Version, je nachdem, wo sie verfügbar war, um euch mal die Unterschiede zu zeigen, wie die Artworks sich so verändert haben, von Bandai zu Konami. Ja, also erst 42 Karten, dann 46 Karten und dann am 10. Oktober, also von Juli, August, September, Oktober, 3 Monate später, kam dann auch nochmal am 10. Oktober 1998, zeitgleich mit der letzten Episode der Serie von Toei Animation, nämlich die dritte Generation des Kartenspiels raus, was dann abschließend nochmal 30 Karten enthielt. Und zu den letzten 30 Karten wurden dann genau wie bei dem ersten Mal spezielle Werbekarten mit dazugegeben. Das war das Wicked Kane und die Blue Eyes White Dragon Free Body Connection. Ein Ultradrachen gab es noch nicht, da gab es dann bloß die Kombination aus 3 weißen Drachen, die mit einer Kette zusammengebunden wurden, zu einem Ultradrachen. Die kommen nachher hier auch noch, die werdet ihr nachher auch noch hier in meinem Video sehen. Die sind in meiner Raupensammlung. Leider nicht die Lichtschwerter und die Torwächterkarte und die Spielkraft, die sind so gut wie unbezahlbar. Am 20. Januar 1999 erschien dann Bandais letztes Set. Das war das Bandai Sealed S. Das war ein Set mit 43 Stickerkarten. Das waren die Stickerkarten, von denen ich euch vorhin erzählt habe, die bis heute auch verschollen sind, bestimmt schweineteuer sind. Ich kann es euch nicht sagen, ich hatte wie gesagt noch keinen von diesen Stickern in der Hand. Ja, und das Sealed-Set war das letzte, was Bandai jemals auf den Markt gebracht hat, denn die Rechte sind ausgelaufen und Konami hat sich die kompletten Rechte an der Yu-Gi-Oh! Marke gesnackt. Konami hat bis dato schon an Yu-Gi-Oh! Mitentwickelt und haben dann halt das genutzt, dass die Rechte bei Bandai auslaufen, um sich ihr eigenes Ding aufzuziehen. Natürlich wurde gesehen auf dem Markt, dass sich das Kartenspiel gut entwickelt hat. Jeder fand, als Fan fand das toll. Bloß, wie gesagt, es hatte Schwächen und deswegen hat sich Konami gedacht, die entwickeln das ganze Spiel noch größer, noch ausführlicher, bringen dann noch den Standard-Anime raus, den Original-Yu-Anime, so wie wir den heute kennen, und legen Hauptaugenmerk auf das Kartenspiel, anstatt auf diese Spiele der Schatten. So wie wir das bis heute kennen und lieben und wie sich das bis heute alles so entwickelt hat. Von Fusionen zu Synchro, zu Ixis, zu Pendel, zu Link. Kein Auge bleibt da trocken, da ist für alle was dabei. Und ja, zu den aktuellen Regeln brauche ich euch nichts erzählen. Doch wenn ich euch sage, es das Original, in Anführungsstrichen, das originale Kartenspiel, so wie es von Bandai produziert wurde, hatte Schwächen. Und deswegen kommen wir jetzt erstmal zu den Regeln des ganzen Sets. Es gibt nur 13 offizielle Regeln für dieses Spiel und die sind auch bei manchen Karten raufgedruckt worden. Ja, das heißt, man musste alle Karten sammeln und dann hatte man auch alle Regeln zum Durchlesen, insofern man der japanischen Sprache mächtig war. Also wenn ihr auf den Karten, die ich euch hier einblende, eine Zahl seht, unten in dem, in Anführungsstrichen, Effekttext, dann seht ihr da die jeweilige Regel. Ja, wie gesagt, es gibt nur 13 offizielle Regeln. Wir fangen an. Regel Nummer 1. Beide Spieler müssen unbedingt die gleiche Anzahl im Deck haben wie ihr Gegner und umgekehrt. Ja? Also beide Spieler, wenn sie mit 40 Karten beispielsweise spielen, müssen beide Spieler 40 Karten im Deck haben. Und dann ist es so in der Regel 2, wie es immer so ist, beide Spieler ziehen Karten, bis sie 5 in ihrer Hand haben, um ihre Hand zu bilden. Da hat sich auch nichts verändert, jeder hat seine Hand mit 5 Karten. Jetzt ist es aber anders, es gibt keine Draw Phase, keiner zieht Karten von seinem Deck. Regel Nummer 3. Jeder Spieler wählt eine Monsterkarte in seiner Hand und spielt sie aus, um den Kampf zu beginnen. Ähnlich wie im Autoquartett, sage ich mal. Ja? Hier hat man ja auch immer eine Karte, die man ausspielt und dann vergleicht. Ich wähle, keine Ahnung, Hubraum gegen Benzinverbrauch oder so. Jeder packt eine Monsterkarte, um den Kampf zu starten. Regel Nummer 4, um das Ergebnis des Kampfes zu bestimmen,
vergleichen wir die ATK unseres Monsters mit der Verteidigungskraft des gegnerischen Monsters. Ja, also nicht Angriff gegen Angriff, sondern Angriff gegen Verteidigung. Sollte also ein blauäugiger weißer Drache auf unserer Spielfeldseite liegen und wir greifen einen dunklen Magier an, dann zählt er nicht die 2500 Angriffskraft, sondern die 2100 Verteidigungskraft. Insofern er die jetzt hier hat im Bandai. Regel 5. Wenn die ATK unseres Monsters höher ist, wird das Monster des Gegners zerstört. Selbst erklärt. Weiter geht's. Regel Nummer 6. Jetzt kommt der Clou. Selbst wenn das Monster des Gegners zerstört wird, wird unser Monster ebenfalls zerstört, wenn unsere Verteidigungskraft niedriger ist als die Angriffskraft des Gegners, des Monsters. Ja, also sagen wir mal, was nehmen wir da als Beispiel? Fällt mir gar kein Beispiel gerade ein. Rotauge gegen Luger Magier. Der Rotauge hat 2400 ATK und greift die Verteidigungskraft des Dunklen Magiers an mit 2100. Der Dunkle Magier würde zerstört werden, aber der Rotauge ebenfalls, weil der Dunkle Magier mit 2500 den Rotaugen auch zerstört. Das heißt, Rotauge gegen Dunkle Magier wäre ein Doppel-K.O. Mit Blue Eyes und Dunkle Magier funktioniert das nicht, weil es nur funktioniert, wenn man höhere Angriffskraft hat. Also bei Gleichstand passiert da nichts. Der Dunkle Magier würde mit 2500 Angriffspunkten den Blue Eyes Verteidigung nicht schaden. Genau. Und Regel Nummer 7. Wenn der Kampf endet, zieht jeder eine Karte von seinem Deck und beendet damit den Spielzug. Ja, also erst nach dem Kampf wird gezogen, vorher gibt es keine Draw-Phase. Regel Nummer 8. Eine Runde wird so fortgesetzt, bis beide Decks beider Spieler leer sind. Das Quartett wird also durchgespielt. Regel Nummer 9. Jeder Spieler zählt die gesamten Levelsterne aller Monster, die er beim Gegner zerstört hat. Der Spieler mit dem höchsten Betrag wird zum Gewinner erklärt. Ja, das heißt, man sieht hier ja auch an den Abbildungen der Karten, die hier alle hier durcheinander sind in den Beauty Shots. Die haben alle mehr Sterne oder mehr Angriffs- und Verteidigungspunkte, als sie es original haben hätten dürfen. Na gut, das waren noch die Original-Effekte und noch die Original-Level. War bis dato so, bis dann irgendwann das mit den Tributen eingeführt wurde, dass man nicht einfach so wie in der Serie, ich packe einen weißen Drachen als Angriffsmodus. Nee, da musste man schon mehr tun mit den ganzen, sag schnell, mit den Tributen. Ja. Jeder Spieler zählt also die Sterne, die er zerstört auf den Gegner, und dann wird halt gezählt, wer der Gewinner ist. Regel Nummer 10. Wenn man einen Zauber, eine Falle oder eine Ausrüstungskarte in der Hand hat, darf man sie verdeckt ins Spiel bringen. Das habt ihr bestimmt schon öfter mal mitbekommen, dass das noch so übrig geblieben ist in der Anime-Serie, dass Zauberkarten als Fallenkarten einfach benutzt werden und andersrum Fallenkarten von der Hand gespielt werden, wie es dann die Zauberkarten wären. Ja, hier war es noch so, wenn man Zauberfallen oder Ausrüstungskarte auf der Hand hat, kann man sie verdeckt ins Spiel bringen und kann sie jederzeit zünden, wie man das für richtig hält. Regel Nummer 11. Du kannst deine verdeckten Zauberfallen und Ausrüstungskarten jederzeit während eines Kampfes aktivieren. Wäre schon mit Regel 10 geklärt gewesen, aber sie haben es nochmal separat aufgeführt in der Regel 11. Regel 12. Wenn der Effekt einer Zauberfallen oder Ausrüstungskarte verwendet wird, wird sie abgeworfen. Regel Nummer 13. Wenn das Deck eines Spielers leer ist, wird das Duell fortgesetzt, bis auch das Deck des anderen Spielers leer ist. Genau. Also Fazit, auf jeder Monsterkarte, mit Ausnahme derjenigen mit Spezialeffekten, ist eine dieser Regeln aufgedruckt. Man hat es ja hier schon erzählt, dass die da immer mit den Zahlen in den Effekttext mit bei sind. Und es gibt noch spezielle Karten, spezielle Monsterkarten, so wie der Zeitzauberer, die haben halt Sonderregeln und die stehen halt sondert auf den Karten drauf. Fusionskarte etc. brauche ich euch nicht erklären, Wiedergeburt brauche ich euch nicht erklären, das sind Standardkarten, die ändern sich alle nicht von dem, was wir heute kennen.
Ja, also habt Spaß damit. Besorgt euch die Bundle-Karten, die sind nicht teuer. Baut euch ein Quartett und spielt gegeneinander. Das ist echt mal was Witziges. Das ist echt mal was ganz anderes, als nur Standard-Yu-Gi-Oh! Zu spielen, wo man einen Spielzug hat, der ein halbes Jahr dauert. Das ist mal was anderes. Ich ziehe eine Karte und spiele sie. Das ist echt witzig. Ich feiere das total ab. Ja, das zu den Standard-Karten. Wir fangen jetzt mal weiter an mit den Charakterkarten. Weil nicht nur die Monster, die wir jetzt alle hier in dem Bildschirm schon durchlaufen lassen haben, haben ihre Spezialeffekte bzw. ihre Angriffskraft und Verteidigungskraft. Der Clou funktioniert erst mit den Charakterkarten, wenn diese ins Spiel kommen. Und da starten wir jetzt mit. Als allererstes starten wir da mit unserer ersten Protagonistenkarte. Natürlich unserem kleinen Yugimoto mit der Spezialfähigkeit Schau voraus. Und mit Schau voraus erhalten wir als Gegenleistung, wenn diese Karte im Kampf gegen ein Monster besiegt wurde, dass wir im Anschluss drei Karten unserer Hand hinzufügen können. Also wir ziehen durch unseren Yugi automatisch drei Karten auf unsere Hand, also ein verbesserter Topf der Gier. Als Charakterkarte Nummer 2 haben wir da natürlich unseren Pharao, unseren Yami-Yugi, unseren Atem, der die beste Karte im ganzen Spiel ist. Mit der Fähigkeit Schattenspiel siegen wir immer in jedem Kampf. Ob wir gegen eine Charakterkarte oder eine Monsterkarte kämpfen, wir gewinnen halt immer das Spiel. Charakterkarte Nummer 3 ist natürlich hier unser bester Freund unseres Yugis, natürlich unser Joey Wheeler bzw. unser Junichi Katsuya. Und der hat die besondere Fähigkeit der Willenskraft. Und zwar, wenn unser Joey im Kampf besiegt wird, ist es nicht weiter schlimm, aber unser nächstes Monster erhält 500 Angriff und Verteidigungspunkte, was wir ausspielen. Das heißt, durch die Willenskraft unseres Joey stärken wir automatisch das nächste Monster, das wir im Kampf spielen. Kann man weise einsetzen, hat bestimmt hier und da seine Einsatzfähigkeit. Charakterkarte Nummer 4 ist, na klar, wie kann es anders sein? Unser Main-Antagonist, unser Seto Kaiba mit Screw the Rules, I have green hair. Kleiner Running Gag am Rande. Unser Seto Kaiba hat die Spezialfähigkeit Experte. Und Experte sagt folgendes: Wir gewinnen immer mit Kaiba, wenn ein gegnerisches Monster vor uns liegt. Sollte eine Charakterkarte vom Gegner ausgespielt werden, verlieren wir automatisch. Das heißt, Kaiba gewinnt gegen jedes Monster, verliert aber gegen jeden anderen Charakter, also gegen jeden anderen Yugis Freund. Auch mit der Besonderfähigkeit von Tristan, zu der ich gleich nochmal komme. Charakterkarte Nummer 5 ist unser Tristan Taylor bzw. Honda Hiroto. Mit seiner Spezialfähigkeit Anfänger verliert er immer. Er verliert im Kampf immer. Aber nicht weiter schlimm, da er keine Sterne hat, bringt er dem Gegner auch keine Punkte. Das heißt, somit kann man ein stärkeres Monster, was gerade kommt, auch keine Angriffspunkte erhalten lassen. Das Einzige, wo er besiegt, ist natürlich gegen Kaiba, weil es eine Charakterkarte ist. Das ist seine Spezialfähigkeit. Aber wie gesagt, weil er keine Punkte bringt, kann man ihn auch hier und da fleißig einsetzen, um beispielsweise einen Kampf des Weißen Drachen zu umgehen. Wie kann es anders sein? Charakterkarte Nummer 6 ist natürlich unsere Thea Gana bzw. Matsaki Anzu mit der Spezialfähigkeit Freundlichkeit. Und Freundlichkeit ist die Wiedergeburt des Ganzen. Wenn man Thea ausspielt, kämpft sie nicht selbst, sondern man kann eine Karte, die bereits verwendet wurde, aus seinem Ablagestapel nehmen und sie erneut im Kampf einsetzen. Ziemlich mächtig, ziemlich niedlich, Thea Gana hier mit ihrem Spezialeffekt. Als Charakterkarte Nummer 7 haben wir hier die Melody bzw. Nosaka Miho. Ja, eine Charakterin, die man nur in Yu-Gi-Oh! Zero kennenlernt und die im Standard Yu-Gi-Oh! Duel Monsters dann rausrationalisiert wurde aus Platzgründen, da sie ja nicht so besonderen Bezug hat, außer dass sie die beste Freundin von Thea und Yugi ist. Unsere Miho hat den Spezialeffekt in ihrem eigenen Tempo. Das da besagt, wenn diese Karte gegen ein Monster der Stufe 5 oder höher kämpft, dann gewinnt Melody. Sollte sie gegen ein Monster mit 4 oder weniger Sterne kämpfen, dann verliert unsere Mio.
Und abschließend tun wir die ganze Sache mit der Charakterkarte Nummer 8, unserem Shardy, mit seiner Spezialfähigkeit Millenniums Schlüssel, die da sagt, unser Shardy wird automatisch im Kampf besiegt. Aber dafür dürfen wir die gegnerische Hand anschauen und den Gegner zwingen, die nächsten zwei Karten unserer Wahl auszuspielen. Ja, das heißt, Shardy verliert zwar, der Gegner kriegt 6 Sternepunkte, aber wir können danach die gegnerischen Karten auswählen, die er in den Kampf bringt, um sie dann feinsäuberlich von uns besiegen zu lassen. Das zu unserem Shardy. Ja, und das wäre das Kartenspiel an sich. Das wäre das Bandai-Kartenspiel. Es wird gespielt wie ein Quartett. Jeder muss die gleiche Anzahl Karten in seinem Deck haben. Und dann wird wie ein Quartett jede Karte runtergespielt. Mit der Ausnahme, dass jeder eine Hand hat, mit der er spielt. Dass wir 8 verschiedene Charakter haben, die 8 verschiedene Eigenschaften haben. Wie man sein Deck jetzt zusammenbaut, sei jedem dahingestellt. Kartenbegrenzung ist natürlich wie bei jedem anderen Kartenspiel auf 3 Kopien. Das heißt, man darf nicht 5 Zetokaiba in seinem Deck haben und 10 Yugimoto. Das funktioniert nicht. Ja. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr Lust, mal ein Bandai-Quartett aufzubauen, um damit gegeneinander zu spielen? Witzig finde ich es auf alle Fälle. Jetzt glaube ich mal machen, just for fun. So teuer sind die Karten nicht. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like und ein Abo da. Über Kommentare freue ich mich immer. Jeder, der einen Kommentar hinterlässt, bekommt natürlich von mir auch ein Herzchen aufgedrückt und ein Like. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen, aber feinen Trivia bzw. Lore von meiner Seite. Genießt noch den Ausklang, lasst euch noch von ein paar Beauty-Shots verzaubern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Videos von Nightmare 1989. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut.